So, ich habe nicht zwischen nebenher nicht mehr viel gemacht. Willkommen bei der neuen Folge von Minecraft Explorer. Ja, obwohl ich könnte hier mal ein bisschen Wolle reinhauen, mal gucken, wie es aussieht. Funny, aber funny ist nicht gut. So, kurz aufsammeln beides. Haben wir? Ja, müsste beides haben. Okay, und dann haben wir jetzt hier ein bisschen was gemacht, aber noch nicht komplett fertig mit der Schmiede. So, okay. Viel wichtiger ist hier der Schmiedeofen, Schmiedebereich. Und da muss ich für den Kamin gleich nochmal ein Loch reinbauen. Und wir lassen hier aber noch ein bisschen Licht, damit ihr alles ein bisschen heller habt. Ich baue hier nochmal kurz zwei Kerzen hin. Optisch werden die natürlich noch verändert, aber ja, lasst mich kurz überlegen. Hier bauen wir mal die Stufe raus. Sehr schön. Und ja, du Block störst eben, aber dafür kannst du nichts. Du bist halt dafür geboren zu stören und deswegen bist du auch schon wieder vernichtet worden. Du armer, armer Block. Okay. Ich lasse mich kurz überlegen. Ich will hier das noch wegmachen. Ich will, dass mein Lava 2 breit ist. So, deswegen hier weg, oder? Nee, muss belastet werden. Hoho, das ist ja groß. Aber na gut. Und ach, hier ist die Kerze. Stehe. Nein! Weg mit dir! So, du auch noch weg. Aber Licht an. Hier auch nochmal Licht an. So, dann haben wir alle ein bisschen mehr zu sehen. Und nein, so war es nicht gedacht. Das kommt wieder hierher. So. Dass auch niemand hier in die Lava fällt. Außer von oben. Irgendein Tier, was reinspringen möchte. Platsch. So. Ja, meh. Ich kann mir das dann wieder hier wegmachen. Sieht besser ohne aus. Und da werde ich mal kurz versuchen, die Lava hier reinzubekommen. Willst du da reinspringen? Lass sie mal scheren. So, geschoren. So, und jetzt probiere ich was mit dem Wasser aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappen kann. Wir wissen ja, dass Trittbretter Wasser begrenzen kann. Stell gerade fest, dass es hier drin verdammt dunkel ist. Ich nehme erstmal, machen wir erstmal drei Stück. Zaun brauchen wir erstmal nicht. Den leeren Eimer können wir auch wegmachen. So. Und dann will ich mir noch Schnauze, paar Schilder machen. Ich hoffe, das klappt. Ruhig, du Schaf. Sei still. Bilder stimmt. Ach, verdammt. Weg mit dir, du Blume. Sammel dich anschließend auf, wenn alles klappt. So. Und Trittbretter. Hier, hier, hier. So. Ja, sieht erstmal funny aus. Und dann will ich mal gucken, ob das geht. Ob ich hier zufällig. Dann. Was denn das hier, bitteschön? Das kann doch nicht euer Ernst gewesen sein. Ja, das habe ich mir gedacht. Ah, es klappt doch nicht ganz, wie ich es gehofft habe, aber doch, es müsste funktionieren. Probieren wir es einfach aus. Machen wir ohne Trittbretter. Sieht dann bloß wirklich leichter aus wie so ein Schild. Nein, 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 nein. Ah, D-Taste gedrückt gehalten. Sehr schön. Und ich komme jetzt nicht hier raus, oder was? Ich fließe gerade irgendwie weg. Nein, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ernsthaft gesagt nicht. Wir werden Trittbretter verwenden. Wo sind meine Trittbretter hin?
Trittbretter? Trittbretter? Gerade irgendwo hingeschwommen oder was? Ich sehe sie nicht. Verdammt. Ah. Dann machen wir neue. Die Schilder sind wirklich nicht so prickelnd. Verlassen wir uns auf die Trittbretter. So. Bei manch anderen Sachen sehen die besser aus, aber so gefallen die mir gar nicht. Und hier haben wir halt den Schmerz offen. Wir können die nochmal kurz eins tiefer machen. Platsch. Jetzt kann man hier runtergehen. So. Haben wir schon mal auch zum Abschrecken. Obwohl es für mich praktischer wäre. Machen wir damit. Vielleicht klappt es dann besser. Nein, anscheinend nicht. So. Gut, so sieht es ganz gut aus. Da haben wir das auch zum Löschen gestellt. Dann bräuchten wir noch einen Amboss. Ja, wie machen wir einen Amboss? Gute Frage. Nächste Frage. Und da hat es gerade was gebrannt. Da hat doch gerade was gebrannt. Keine Ahnung. Aus mit dir. Aus. Stein brennt nicht. Aus. Böser Stein. Einfach zu brennen. Ja. Das ist halt der Amboss. Ja, keine Ahnung. Ich wollte mir noch was überlegen. Könnte man schwarz... Ja. Machen wir es so. Schwarze Wolle. Bei mir ist er jetzt gleich grünstichig. Das ist der Amboss. Und hör auf zu brennen. So. Dann habe ich mir überlegt. Jetzt haben wir also unsere Schmiede. Naja, sieht so einermaßen fertig aus. Naja, irgendwie was muss ich noch überlegen. So ganz gefällt es mir so nicht. Brennt schon wieder? Nein. Ich hoffe es doch. Ich erhoffe es doch. So. Naja. Sonst mache ich den Rand hier oder den Teil aus Stein tritten. Genau, das kann aus Stein machen. Und das andere aus Holz. Gut, was haben wir vor? Ich werde jetzt auf jeden Fall mal, was wichtig ist, glaube für jeden Dorf, ist ein Brunnen. Und deswegen werde ich einen Dorfbrunnen machen. Und da habe ich mir schon was ausgedacht. Du Kuh. Ich muss mir überlegen, wo ich genau den hinmache. Ich versuche den relativ zentral, aber nicht zu zentral zu machen. Ich werde den mal hier machen. An der Stelle wird es eh problematischer, irgendwas noch zu machen. So. Klar, Bereich für unendliche Wasserquelle. So. Dann holen wir uns mal einen zweiten Eimer mit Wasser. So. Autsch. Drunter gefallen. Tut weh. Nicht nochmal machen. Aua. So. Und natürlich musst du es gleich nutzen. Ich fass es nicht. Dummes Schaf. Und... So, wir bauen noch ein bisschen hier runter. Praktisch ist, wenn man stilles Wasser oben macht, dann hat man ein bisschen ganz unten stilles Wasser. Und so ein Brunnen ist ja ein bisschen tief. Und gerade werde ich ertränken. So, und dann machen wir noch eins weiter. Sehr schön. Und hoch mit uns. Und dann wird es natürlich, soll es ein bisschen brunnenartiger aussehen. Also, lasst mich kurz überlegen... Reicht das so aus? Ja. Geht so. Gut, dann werde ich hier oben. Die haben wir auch noch. Das brauche ich beides. Genauso wie nochmal Dreck. Gut. Muss ja ein bisschen wie ein Brunnen aussehen. Oder? Nein. Hier oben kommen nur die Stufen hin.
Ja, meh. Mein kleines Schaf. Bist du schon? Ja, du bist geschoren worden. Und du traust dich immer noch an mich ran, obwohl du schon geschoren wurdest. Ich fasse es nicht. Bist du mutig? Du musst doch schon dein Trauma erlebt haben. So. Ach nee, fehlt noch was. So. Kennst du ja vielleicht mit sowas? Dass man dann hier mal so eine Kurbel hatte. Werde ich mal kurz verbinden. Hier hatte man mal so eine Kurbel. Ich weiß nicht, kann mich das irgendwie was machen? Was in dem Falle so ein bisschen ähnlich aussieht. Nicht wirklich. Und wir haben noch was Schilder. Ist auch cool. Verschwinde. Nein, soll auch nichts draufstehen. So. Na, runterfallen kannst du wohl nicht, wa? Werde dich hier attackieren, nur mit deinen rosanen Hintern. Bei mir wirkt hier alles ein bisschen rosa, weißt du, wisst ihr, das Weiße. So, und dann haben wir hier den Brunnen. Wie gesagt, an der Seite wäre hier schon noch eine so Kurbel zu machen. Geht aber leider nicht. Und hier natürlich mit so einer Schnur so einen Eimer zu verbinden. Aber müsst ihr euch so vorstellen. Aber wenigstens haben wir den Brunnen dann noch erledigt. Also der ging auch schnell. Marktplatz. Ja, alle wollten einen Marktplatz unbedingt haben. Dann bauen wir einen. Wenn wir schon so eine große Stadt haben, langsam, dann werden wir auch einen Marktplatz bauen. Wa? Genau. Und dazu Schilder haben wir noch zu wenig. Gut. Ich muss mal schauen, wie ich das mache am besten. Mir schwebt da schon was durch den Kopf, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so richtig ist. Das ist bei mir immer so problematisch, dass ich so Sachen im Kopf habe, aber die nicht immer ganz gut sind. Nicht nur hier jetzt, sondern generell. Wir sammeln mal, packen mal ein bisschen was weg. Eine Steinaxt zum Beispiel und noch eine zweite Steinaxt. Brauchen wir nicht. Ach, hier haben wir auch noch Gläser. Ist ja schön. Und dann werden wir, nein, nicht wegschmeißen. Noch ein paar Zäune bauen. Stell dich gerade fest. Mal gucken, wie viel reicht's. Und hier brutzelt schon wieder an der Seite. So. Na, 8 würde ich mal sagen, bräuchten wir schon. Okay. Für die erste Halle. Och man, ihr Viecher, ihr nervt mich. Marktplatz würde aussehen. Mehrere Gebäude in dem Stil. So. 1, 2, 3, 4 habe ich jetzt gemacht. 4 wollte ich. Ja, wir müssen 5 machen, oder? Ja, 5 ungefähr. So. Hier rein. Hier kommt dann noch eine Truhe hin. Können wir gleich schon mal machen. Ach, ich bin jetzt gerade selber in der Truhe. So, bauen wir noch eine Truhe hin. Und eigentlich bräuchte ich jetzt noch 4 Schilder haben wir. Ein Schild bräuchte ich noch. Machen wir gleich. Aber fang schon mal an. Obwohl, da fällt mir ein. Doch. Nein. Nein, 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 nein. Wir brauchen noch etwas. Ach, und ich werde schon wieder langsam überziehen hier. Das geht ja mal gar nicht. Bräuchten auf jeden Fall. So machen wir. Verdammt. Das müsste gehen. Obwohl, so viel brauchen wir wahrscheinlich doch nicht. Ich bin doch ein kleiner Trottel. So, und 1, 2, 3, 3, 3. Okay, sehr schön. Und es wird schon wieder dunkel hier. Lasst mich doch erstmal fertig bauen. Das geht doch gar nicht. Das ist immer so schnell. Nein, stimmt. Das gefällt mir auch gar nicht.
Dann Holz. Ich habe schon wieder die ganzen Schilder hier nerven momentan noch, aber ihr seht doch noch gleich wie ein Grund. Und ich werde mal hier Licht anmachen. Für mich wird es auch schon wieder zu dunkel hier. Pull das mal weg. Können wir es gleich so Licht anlassen, wie wir es später wollen. So. Ich will eigentlich das noch gerne fertig haben, bevor ich mit dem Part abschließe. Nein, was machst du denn hier? Du sollst doch nicht dahin. Dann hier hin. Hier hin. Oder werde ich hier schön mit dem Stück Schild auf die reindrechen. Und dann bräuchten wir die Dinger. Gut. Na komm schon. Was zum? Doch nicht dahin. Jetzt wird gerade wieder zu dunkel für mich. So. Sehr schön. Jetzt ist es heller. Und ich guck mal, 16 Minuten schon. Ach man. Ich und meine Zeitberechnung. Na komm schon. So, endlich mal. So. Eigentlich reicht ein Schild. So, dann. Und hier könnte man hinschreiben, was es ist. Und hier ist dann. Hier kommt nochmal Glas hin. So. Zwei. Und so sieht dann ein Stand jeweils aus. Was ihr euch vorstellen könnt, hier ist ein Stand. Hier kommt noch die Truhe rein, zack. Hier. Und von hier aus steht man dann und verkauft man irgendwas. Gut, okay, dann haben wir die Folge abgeschlossen. Schon wieder 17 Minuten über. Und dann würde ich sagen, machen wir nächstes Mal was anderes. Euch dann noch einen schönen Tag. Ciao.